Hi, schön, dass du da bist. Ich stehe hier im Haupteingang der Rheinischen Fachhochschule Köln. Das hier ist der Hauptstandort an der Schävenstraße. Mein Name ist Joshua Kilp und ich bin Elektrotechnikstudent im dritten Semester und gleichzeitig auch Vorsitzender des Allgemeinen Studierendenausschusses. Heute möchte ich dich dazu einladen, mich auf einem Rundgang durch die RFH zu begleiten. Komm, lass uns mal schauen. Hier siehst du einen unserer klassischen Vorlesungsräume an der RFH. Normalerweise sitzen wir hier mit 15 bis 40 Personen, aber wir haben natürlich ganz unterschiedliche Raumgrößen für ganz unterschiedliche Zwecke. Auch außerhalb der Vorlesungszeit ist es uns Studierenden freigestellt, diese Räume für gemeinsame Gruppenarbeiten oder auch mal für konzentriertes Lernen zu nutzen. Hier sind wir in einem der vielen E-Learning-Räume der RFH. Hier steht unseren Dozierenden die Möglichkeit offen, ihre Vorlesung auch online zu übertragen, sodass wir Studierende, die vielleicht nicht da sein können, auch per Internet zugeschaltet sein können. Jetzt befinde ich mich auf dem vierten Stockwerk unseres Hauptstandortes an der Schävenstraße. Hier befindet sich der eifrige Motor, der unser Studium am Laufen hält, nämlich das Prüfungsamt und der Studierendenservice. Der wird für dich im Studium ganz essentiell sein, wenn du beispielsweise einen Notenausdruck benötigst oder wenn es dann endlich soweit ist, deine Abschlussarbeit abgibst. Hier bei uns ist alles sehr nah beieinander. Das heißt, mehr Zeit fürs Lernen. Apropos, wusstest du schon, dass es an der RFH ein eigenes Start-up-Programm gibt? Hier wirst du als junger Gründer in der Gründungsphase deines Unternehmens aktiv von der RFH gefördert. Jetzt zeige ich euch mal einen der typischen Aufenthaltsräume hier bei uns an der RFH. Kommt mal mit. Hier könnt ihr beispielsweise in einer Freistunde einfach mal mit euren Kommilitonen chillen und euch austauschen. Oder wenn euch danach ist, ein heißes Käffchen schlürfen. Für dich gibt's überall gratis WLAN. Bei uns an der RFH gibt es natürlich auch einen sozialen Dienst, eine Beratung, falls du mal Hilfe oder Tipps bei der Studienfinanzierung brauchst und eine spezielle Förderungsstelle für Spitzensportler. Wenn du es allerdings mit dem Sport so hältst wie ich, dann ist das eigene Karrierezentrum der RFH wohl der bessere Ansprechpartner für die Planung deines Karriereweges nach deinem Studium bei uns. Jetzt befinde ich mich in der Weiherstraße, einem weiteren unserer Innenstadtstandorte. Hier studieren vor allem unsere kreativen Medienleute. Und die sind auch bestens ausgestattet, nämlich mit verschiedenen Mac-Räumen, mit Medienlaboren, aber auch mit einem voll ausgestatteten professionellen AV-Studio mit Sprecherkabine. Und genau das, das schauen wir uns jetzt mal an. Unser AV-Studio bietet allen Studierenden die Möglichkeit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und ihre Produktions- und Videoprojekte hochprofessionell umzusetzen. Hier findest du beispielsweise verschiedene Arten der Beleuchtung, diverse Hintergründe, aber auch vielseitiges Equipment, um deiner Kreativität deine Projekte umzusetzen. Im Medienzentrum kannst du natürlich auch Video-Equipment für deine Projekte ausleihen. Hier stehe ich aber gerade in der Lounge der Weiherstraße, wo du mit deinen Kommilitonen nach der harten Arbeit auch mal eine kleine Kreativpause erleben kannst. Wir haben auch noch einen weiteren Standort, die Lindenstraße. Dort findest du im Gegensatz zur digitalen Medienwelt eine analoge Welt, bestehend aus Büchern. Unsere Bücherei bietet aber nicht nur die Ausleihe vor Ort an, sondern auch die Möglichkeit, aus der Fernleihe dir die Bücher zuschicken zu lassen und digitale Medien herunterzuladen. Jetzt starten wir aber erstmal zu unserem größten Campus durch. An die Vogelsangerstraße. Hier finden größtenteils unsere Ingenieursstudiengänge statt. Wir haben gerade einen günstigen Moment erwischt, in dem die Vorlesungen eben begonnen haben. Deswegen haben wir jetzt etwas Ruhe und Platz zum Drehen. Hier am Standort findest du verschiedene Möglichkeiten, um dich im Studium, gerade in den Ingenieurswissenschaften, fortzubilden. Aber nicht nur das Studium steht hier im Vordergrund, sondern auch das Zusammensein mit deinen Kommilitonen. So gibt es hier am Standort beispielsweise das wunderbare Café Rheinische, in dem du dich während deiner Vorlesungspausen gut verpflegen lassen kannst. Und zum Mittagessen gibt es auch immer was Gutes zu snacken. Der Standort Vogelsanger Straße ist auch mit hochprofessioneller Technik ausgestattet für unsere Ingenieure. So finden sich hier verschiedene Institute mit Laboren für Lasertechnik, Automatisierung, aber auch Mechatronik. Thank you.
Zum Abschluss sind wir wieder in der Schelvenstraße. Hier ist übrigens auch die Studienberatung. Falls du also Fragen zu deinem möglichen zukünftigen Studium bei uns hast, bist du hier an der richtigen Adresse. Einfach anrufen oder spontan vorbeikommen. Wenn du aber dein Bild von der RAV online komplettieren möchtest, dann geh doch einfach auf unsere Website und klick auf das Banner mit der Aufschrift Open House. Dort begrüßen dich dann Steffi und Tom von der Hochschulkommunikation zu unserer virtuellen Informationsveranstaltung. Tja, das war's auch schon von unserem kleinen Rundgang. Ich würde mich sehr freuen, dich bald als neuer Student oder Studentin begrüßen zu dürfen. Also mach's gut und bleib gesund.